Also, hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Und zwar, ich habe jetzt hier schon angefangen aufzunehmen, weil sonst fängt es vielleicht sofort mitten in der Aufnahme, labern die vielleicht gleich weiter und da kann ich gar nicht richtig begrüßen. Also, weiter geht's. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen. Der wärmt dich auf. Das sieht man. Ah, gut. Ein Schein. Kaffee läuft. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Oh, da steht noch eine Tüte mit Einkäufen. Ah, also, wie sieht unsere Wohnung denn aus? Zumindest finde ich schon mal schicke Möbel. Ein Radio. Nee, meine Schreibtischmaschine. Ah, Manuskript. Ah, eine Seite. Ach so. Was ist das? Ah. Return to Sender. Ja, ein weiteres Buch, das wir anscheinend geschrieben haben. Und jetzt kann ich hier rein. Oh. Ah, das Klo. Das ist natürlich wichtig. Kann ich mir ein Bad einlassen? Oh, schade. In die Dusche kann ich auch nicht. Also wirklich. Und aufs Klo gehen kann ich noch nicht mehr. Ey. Also... Ehrlich, das ist, finde ich, nicht akzeptabel. Ah, mein Bett. Wie immer ungebracht. Wie in der Realität. Obwohl, teilweise mache ich mein Bett. Das stimmt gar nicht, dass ich das nie mache. Aber dann gehen wir mal zur... Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Okay, interessant. Sie macht wohl unsere Bucheinbände und alles. Ah, Moment, ich wollte noch schauen. Kann ich da vorne rein? Müsste ich eigentlich. Hä? Seit wann gibt's in meinem Haus verschlossene Türen? Das geht ja mal gar nicht. Gibt's schon Kaffee? Nö. Hä? Was? Nö, gibt's leider noch nicht. Schade, schade. Aber ich muss jetzt auf meinen Schreibtisch schauen. Ha. Die Entwürfe mir ansehen. So. Da, Entwürfe. Untersuchen. Die sehen super aus. Oh, klar. Bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? What? Bitte überprüf den Sicherungskasten. Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Beeil dich. Ich bin hier, Süße. Ich bin okay. Mach nur das Licht wieder an. Jetzt, bitte. Moment, fokussieren. Achso, da ist der Sicherungskasten. Ah. So, benutzt. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Ah, ja, gut. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge, wir holen die Kerzen raus. Okay, dann machen wir es uns mal romantisch. Aber es ist, besonders wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter, genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja, wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich, auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Das ist das Problem mit Schreibern. Man weiß nie, wann sie die Wahrheit sagen, wenn sie Geschichten immer so gerne erzählen. Oh, Bridge Falls heute. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Das hast du schon mal gesagt. Mich schon mal gefragt. Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken.
Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Hm, sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Ein Angler. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Ah, Entschuldigung, muss ich gerade husten. Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben. Ich hoffe, dass Sie ja nichts gehört haben. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein, Deputy Grant. Die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Die Frau. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Schon wieder diese Frau. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Ah, okay. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Ja, aber also bei meinen Erlebnissen glaube ich schon... Ah, eine Katze, die vermisst wird. Glaube ich schon, dass es... Also bei den Erlebnissen, die ich bis jetzt schon hier hatte, glaube ich schon, dass es so... dass es gefährlich werden kann mit Schatten. Ah, wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale, gewinnt gerne Wettbewerbe. Gutes Erkennungsmerkmal. Aber so wie es aussieht, gibt es hier mehrere Vermisste. Merkwürdig, merkwürdig. Aber mal schauen. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Gut. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Ja, eben. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Unbekannter Anrufer. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Also entführt. Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, lass mich in Ruhe. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Genau, auf einer Wellenlänge. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Thomas kann. Den Zaun links. Oh. Ah, eine Manuskriptseite. Ah, treten. Wow, jetzt werden wir sportlich. Wow, und wir haben einen ziemlichen Tritt drauf, so wie es aussieht. Manuskriptseite. Also dann, F5. Oh, da haben wir schon mehrere. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Okay, gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo
wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Okay, gut. Ah, Mist, ich vergesse jedes Mal vor der Aufnahme offline zu gehen. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Okay. Gut. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Ah. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Moment, aber ich will da hoch. Das sieht so aus, als könnte man da hoch. Aber, scheinbar will mich das Spiel nicht lassen. Dann gehen wir wieder zurück. Ey, lass mich hier raus. Brav. Und versuchen mal, die zu überreden, uns gehen zu lassen. Was ist das? Ah, da ist noch eine Seite. Oder? Ja. So. Ah, das ist die, die mir fehlt. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Okay. Also es geht um die Schatten. Ich weiß zwar nicht, was die damit zu tun haben. Vorher ruft er uns noch an ein und jetzt... Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Okay, so wie es aussieht, beeinflussen wir mit unserer Geschichte, die wir schreiben, die Realität. Und der Typ hier hat mich ja vorher noch angerufen, hey, du, hol mich raus oder sowas. Und jetzt pennt er und schnarcht vor sich hin. Also, echt nicht normal. Machen wir mal das Licht an. Er schläft einfach weiter. Gut. Fantastisch, Sarah. Mal schauen, ich wollte nur den Schaden bereinigen, den die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich nicht verantwortlich. Ich versichere Ihnen... Nein, auf keinen Fall. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo sie wohnen, damit ich sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt Kakerlaken. Gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh, hey! Oh je! Ganz ruhig! Autsch! Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Ich will aber nicht in der Klinik. Aber der Barry ist echt ein Arsch. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Und dafür braucht es ein bisschen mehr. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles.
Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Lass mich mal Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Freude von mir. Bis später. Die zu sehen. Aber der scheint die Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Eben. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Skelett eines... was? Prärie-Mammuts. Mammutus Columbi. Gut, also das kann sich durchlesen, wer will. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Ich lese es mir vielleicht im Nachhinein in der Aufnahme nochmal durch, aber jetzt gerade im Moment habe ich keine Lust dazu. Natürlich mal wieder, wir können nirgends reingehen. Wir können nur dahin, wo es das Spiel uns vorschreibt. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles weißt ist einfach. Du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Alter. Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Vertrau mir. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Lass mich einfach nur in Ruhe, Mann. Echt jetzt, vertrau mir. Ganz ruhig, Junge, es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Oh, die schöne Aussicht. Guter Junge, wir sind fast fertig. Aber dann füllen wir mal das Formular aus, um uns eine Hütte zu geben. Ey, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Alter, das endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Lass mich mal in Du Ruhe. Musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Lass ich meine, ey, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Ja, red weiter, ich höre dir nicht mehr zu. Rusty, ich gebe dir lieber das Formular. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Park Ranger ist der. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Okay. Ah, oh, der Typ, der ist voll nett. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Jetzt leck mich doch. Lass mich einfach in Ruhe. Vollidiot. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist.
Sag mir, was ich tun soll, und ich tue es. Du bleibst hier, und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Der wird hundertprozentig auch von den Schatten eingeholt. Was? Gut, super. Also, Kontrollpunkt erreicht. Auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Ja, genau. Ich bin der Zweite. Also dann, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Aufnahme.